Hallo Freunde, willkommen zurück zu RimWorld. Erdbeeren sind verrottet. Die Dinger hier drüben werden wir in der Episode wahrscheinlich abreißen. Husky steht auf der Speisekarte, leider. Zack pennt, das heißt Gacker darf das übernehmen. Oh, das wurde schon. Sehr gut. Das heißt, wir haben das orbitale Funkfeuer und schauen mal, das ist verbunden, ob Chris damit was machen kann. Wir könnten vielleicht auch gucken, dass wir die Zone verkleinern, dass da nichts drauf liegt. Nee. So, Chris. Chris? Nö, geht nicht. Dann muss es hier gehen. Chris? Hier. Kontaktieren wir mal die Piratenhändler und schauen, ob wir da was machen können. Wir haben das Funkfeuer. Wunderbar. Damit du Gegenstände oder Silber zu einem Händler schicken kannst, musst du ein orbitales Funkfeuer platzieren und ein Lager mit Gegenständen zum Handeln in Reichweite des Funkfeuers erstellen. Vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren in der vorletzten Episode. Das haben wir. Wir könnten ein Eisbärmännchen kaufen. Oder Leute. Aber das ist nicht so ganz das, was ich möchte. Das ist okay. Hightech-Bauteil. Die handeln mit sowas nicht. Das ist ja blöd. Das ist sehr blöd. Die zahlen gutes Geld für Waffen. Die würden uns einen Doomsday-Raketenwerfer verkaufen. Nee, nicht so ganz das, was ich möchte. Die haben 9 Bauteile. Ich würde sagen, die nehmen wir denen ab. Ist relativ teuer. Nicht so teuer wie ein schwarzer Geologe. 52 ist der schon und ihr verlangt so viel dafür. Der muss ja richtig gut sein. Haben wir Infos? Haben wir. Was kann denn der? Bergbau und Kunst. Dann werden es wenigstens schöne Stollen. Hart arbeitend, Abstinenzler, schneller Lerner. Das ist ja mal richtig gut. Und in seiner Kindheit war er Musikfreund. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Beba Boss. Verweigert einfache Arbeit. Verweigert gewalttätig. Verweigert fürsorglich. Verweigert geistige Arbeit. Verweigert kochen. Verweigert Feuerlöschen. Das erklärt die ganzen Striche. Und das bisschen, was er macht, darin ist er nicht mal gut. Und die wollen immer noch 700 für den. Für die. Weibchen, 37. Kommt aus der weißen Teerloch-Sippe. Ja, damit ist die Sache klar, oder? Oh, die verkaufen Luziferium. Ganz fiese Leute. Na gut, machen wir das so. Kaufen wir noch ein paar Bauteile nach. Das ist, glaube ich, nicht das Schlimmste. Huh, landet daneben. Sie schießen es nicht durchs Dach. Ich bin glücklich. Nicole, für dich habe ich ein Attentat vor. Du könntest nämlich mal ganz kurz die Bauteile ins Lager bringen. Dankeschön. Und damit ist das nämlich gut. Was haben wir da Schönes? Eine Beruhigungswelle. Mal gucken. Also, die Elefanten haben die letzten Feuer überlebt. Alles gut. Hier haben wir jetzt noch mehr Stahl. Das ist fein. Gacker schmilzt Zeug ein. Sehr gut, sehr gut. So, hier könnten wir mal gucken. Moment, warum wird zurzeit nicht geforscht? Weil ich das in meinem Fehler in der letzten Episode irgendwie... Ich bin in der letzten Episode mit dem Knie an den Reset-Knopf gekommen.
Oh, es ist einfach nur inspiriert. Ich hatte schon die Befürchtung, sie fängt an, Amok zu laufen und die Leute niederzumähen. Wir haben relativ wenig Holz zurzeit, kann das sein? Das wäre nichts. Okay, entfernen wir in dem Bereich einfach mal die Pflanzen. Das ist ja derzeit sowas wie unser Aushilfswald. Läuft. Gut, jetzt habe ich genug Unfug gemacht. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen was... Vernünftiges machen. Graue, tu mir den Gefallen. Danke. Wenigstens einer, der aufpasst. So. Bauen wir ein paar Dinge. Zum einen möchte ich hier eine weitere Struktur in Auftrag geben. Ich weiß, wir haben Probleme mit Holz. Aber wir können hier auch noch mal ein paar Pflanzen entfernen. Das sollte uns wenigstens ein Stück weit helfen. Läuft. Tiernahrung müssen wir gleich mal gucken. Wir könnten hier mal eine Lagerzone einrichten. Das hatte ich, glaube ich, angesprochen. In den Sumpf will ich die erstmal nicht machen. Nehmen wir mal diese Lagerzone. Und schauen, was wir machen. So. Verrottendes verbieten wir. Wir verbieten alles. So. Hier erlauben wir Heu und Trockenfutter. Und es wäre mir schon relativ wichtig, dass hier immer was liegt. So. Dann mogel ich ein bisschen. Wir erweitern diese Zone. Jetzt müsste die Einstellung für die ganze Zone gelten. War ja klar. Okay, dann funktioniert das so nicht, dass ich aus einer Zone auf die Art mehrere mache. Dann bauen wir hier noch ein paar Lagerzonen zusätzlich. Hier kopieren wir die Einstellung. Mache ich mit J das Einfügen. Und in der Theorie sollte das dann passen. Dann kriegen die hier Heu und Trockenfutter, das nicht verdorben ist. Das heißt, das Trockenfutter hier lassen wir trotzdem erstmal hier, weil es hier gekühlt ist, dort nicht. Aber hier regnet es noch in die Scheune. Das ist natürlich Mist. Dann erstellen wir hier einfach mal ein Dach. Kein Dach. Hätte ich gerne hier. Kein Dach hätte ich gerne hier. Ja, da wurde ich aufgeklärt, dass ich das Dach nicht entfernen kann, weil es natürlich unterhüllter Fels ist. Ich hatte nur die Hoffnung, dass ich das abreißen kann. So, wer? Säck und Graue. Säck. Krankenstation. Kaninchen. Graue behandeln. Wichtig.
Sie holt Nahrung. Graue. So, lass gucken. Ihr seid ja richtig. Ach, Wurminfektion. Alles klar. Jetzt hätte ich schon das Bedürfnis zu gucken, wie das damit aussieht. Nicht, dass ich da echte Probleme kriege. Na gut, sieht so aus, als könnten die erstmal ganz normal weiterarbeiten. Ich hoffe, dass das passt. So, was ich als nächstes mal probieren möchte. Boden? Wir machen in der Küche mal sterile Fliesen hin. In der Hoffnung, dass wir dann seltener Probleme mit Nahrungsmitteln haben, die wir hier zubereiten. Vielleicht hilft's. Soweit, so gut. Okay, dann wurde von euch noch positiv angemerkt, dass das mit der Kinoecke hier eine tolle Idee ist. Das heißt, wir fangen an, hier Material umzubauen. Ein verrücktes Tier, oh nein. Armes Vieh. Dimitri? Wärst du so freundlich, die Granitblöcke da wegzutun, damit die Türen wieder schließen können? Das wäre ganz reizend von dir. Dann können wir diese Dinge abreißen. Ich denke, das haben wir in der letzten Episode klar gemacht, dass wir die nicht benutzen wollen. Natürlich ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Kane und Graue forschen wieder. Das läuft. Das mit dem orbitalen Feuer läuft. Das heißt, wir können demnächst auf alle möglichen Angebote reagieren. In der Hoffnung, dass wir irgendwann doch noch die Hightech-Bauteile kriegen. Das mit dem Lager hier läuft. Hier hat der Bau begonnen, das ist eine gute Sache. Dann müssen wir als nächstes schauen, wie legen wir am besten Strom in die Scheune. Jetzt, da die Tiere ein Dach über dem Kopf haben, möchte ich, dass es da drin auch ein bisschen heller wird. Wir könnten diese Zonen hier wieder löschen. Die 4 Zonen sollten eigentlich reichen erstmal. Aber es wird schon arg finster im Laufe der Zeit. Also lass mal gucken, wo haben wir Stromleitungen liegen. Wenn wir das Ding hier aufbauen, könnten wir argumentieren, dass wir hier einfach weiterziehen. Sollte klappen. Also Stromkabel. Das machen wir mal bis hier hin. Und dann stellen wir uns einfach vor, dass das unter der Decke liegt. Und egal, was wir hier hinten dann noch bauen wollen, wir haben Strom. Wir haben für die Pumpe was, die hier geplant ist. Wir haben hier was liegen. Naja, für die Pumpe da unten wird es nicht ganz reichen. Aber das könnten wir eigentlich auch noch gleich ein bisschen runterziehen. Das müsste bis hier eigentlich reichen. Okay. Daran wird sich Zack wahrscheinlich demnächst kümmern. Und es gibt wieder ein bisschen Holz. Das klang nach Graue. Nee, Zack. Die Wurmkur. Nicht so toll.
Da wird sich Kaninchen morgen freuen. Ja, Magen gerade leer gemacht, dann müssen wir natürlich wieder füllen. Nicht gut. So, das Ding können wir abreißen, das können wir abreißen. Dann würde ich ganz gerne dieses Teil hier neu installieren. Oh, das wird hässlich. Neu installieren. Hierher. Das wird relativ einfach. Den können wir hier drüben gerade neu installieren. So wie diesen hier. Ich will nicht Sack, ich will den Stuhl neu installieren. Hierher. Okay, sobald das gemacht ist, können wir den Tisch und die beiden Stühle neu rüberschieben. Leider kann ich nicht so ganze Gruppen von Möbeln auf die Art bewegen. So, lass mal gucken. Möbel, wo haben wir denn das Teil? Diverses. Auch nicht. Unter Strom? Nein. Entspannung. Da haben wir ihn. Flachfernseher. 16 Bauteile und 140 Stahl. Den könnten wir schon hier hinstellen. Dann könnten wir... Oh, das ging schnell. Installieren wir neu, hier drüben. Hierher. Und zum Schluss dann diese Stühle eins nach links verrucken hier. Meine Güte, wir reden schwierig. Und dann wären wir damit schon fertig. Abreißen müssen wir den eigentlich nicht. Es reicht, wenn wir den deinstallieren. Dann kommt er ins Lager und wenn wir wieder einen Stuhl brauchen, ist er schon fertig. Warum nicht? Okay, soweit. Dann könnten wir direkt Möbel. Eine Menge Lampen in Auftrag geben. Die werden früher oder später verkabelt. Je nachdem, wie schnell Sekt dazu kommt. Ich sehe schon, Kaninchen hat hier als Reinigungskraft eine Menge zu tun. Hast du toll gemacht, Gaka. Du hast es genau so gebaut, dass nichts funktioniert. Das ist an sich auch eine große Kunst. Ich meine, hätte er hier angefangen, statt das Teil hier hinten. Läuft. Haha. Ja, durch Felsen geht's natürlich nicht. Wir können alles, nur keine Stromleitung durch ein Stück Felsen legen. Bohrungen sind uns völlig unbekannt. Da haben wir keine Chance. Die künstlichen Sonnen sind untergegangen. Das ist auch schon mal schön. Den ganzen Kram sollten wir ernten können. Jawohl. Und sobald das Zeug geerntet ist, wie gesagt, machen wir hier nochmal Kartoffeln und Reis rein. Einfach nur, damit wir hier noch ein bisschen besser unterwegs sind. Wobei, im Moment geht's wieder. Wir haben auch genug Nahrung. Was wir auch haben, sind hungernde Tiere. So, lass mal gucken. Das ist wichtig. Das heißt, wir müssten hier eine höhere Priorität haben. Sonst
Wenn wir hier eine höhere Priorität haben, lagert es sowieso nicht hier drin. Das heißt, hier können wir Heu und Trockenfutter auch rausnehmen. Denn wenn hier die Priorität höher ist, wird das Zeug hier eingelagert, was nicht schlecht ist, und nicht mehr hier. Dann haben wir hier auch keinen Kühleffekt mehr, logisch. Und dementsprechend, dann können wir es hier auch gleich verbieten. So, wer ist wach? Zack ist wach, natürlich. Du sollst es nicht essen, du sollst es tragen. Auf dass die Tiere wenigstens ein bisschen was zu futtern kriegen. Das wird nicht für alle reichen, das ist mir klar, aber es ist besser als nix. Demnächst müsste ja hier das Heugras auch fertig sein. Müsste dann wieder ein bisschen was geben. So, das Zeug ist schon abgerissen. Sehr schön. Dann können wir hier nochmal ein Stück Stromkabel legen. Der reißt gerade Hydrokulturbecken ab. Das wäre mir eigentlich lieber. Okay, macht er schon. Stromkabel legen. Hat wohl eine relativ hohe Priorität bei unserem Freund. Dann passt das. Den können wir neu installieren. Beide. Dann passt das. Abhängig davon, wie unsere Sofaecke hier aussieht, müssten wir eventuell das Uhrspiel noch ein bisschen woanders hinstellen. Na, gucken wir mal. Graue braucht wieder eine Behandlung. Bett hier. Zack. Go, go. Kaninchen. Und einfach nur, weil wir es können. Stellen wir die beiden mal auf maximale Güteklasse. Kaninchen ist der Meinung, Kräutermedizin reicht völlig. Halt, Kaninchen, ich weiß, du hast Hunger. Okay, das ist gerade eben. So, dann stellen wir Graue wieder um. Und Zack ebenfalls. Weil jetzt kann Zack selbst was essen, das er dann wahrscheinlich in der Gegend verteilt. Oh Junge. Das Zeug ist schon alles weggemampft, ja spitze. Aber Dimitri hat entweder das Zeug gegessen oder schon rübergetragen. So oder so, unsere Nahrung ist damit erstmal weg. 50% gewachsen, das ist nicht so prall. Gab gerade aber nochmal Wachstumsschub, also im Großen und Ganzen. Ja, und hier habe ich extra freigelassen, auf dass hier nochmal Wildpflanzen wachsen können. Ich hoffe auf viel Gras, aber werden wir sehen. So, die Lampen leuchten, das heißt, wir können uns hier auch mal um die Pumpe kümmern. Du bist divers, jawohl, Trockenpumpe. Nehmen wir mal hier hin. Und dahin. Dann haben wir die Trockenpumpen und können das demnächst auch fertig bauen. Soweit, so gut. Das Teil erlauben wir zum Abtransport. Ich denke, wir können das mal alles abreißen. Denn das ist Stahl. Okay.
Ich hatte gehofft, dass es Granit ist. Ein Gefangener der Alora konnte ein Funkgerät stehlen und dich anfunken. Pim wird in einem nahen Lager von bewaffneten Wächtern festgehalten. Rette ihn und er wird deiner Kolonie beitreten. Er ist 36 Jahre und Höhlenwelterleuchter. Künstler. Pim sagt, dass zwei Geschütze, ein Mörser und zwei Gegner das Gebiet verteidigen. Das Lager wird in 21 Tagen verschwinden. Zwei Geschütze, ein Mörser und zwei Gegner. Ich meine, okay, einer der Gegner wird den Mörser bemannen oder befrauen, je nachdem. Oder bedingsen. Das heißt, wir haben es dann nur noch mit zwei Geschützen, einem Mörser und einem Gegner zu tun. Aber dieses nur noch ist immer noch reichlich fies. Läuft. Kaninchen. Das wird super. Sie ist nicht tot umgefallen, als sie den Stall gesehen hat. Mir tut Kaninchen zurzeit schon ein bisschen leid. Wenn wir einen richtigen Wildhüter haben, kriegt der noch Reinigungsaufgaben. Und dann ist das auf jeden Fall auch Aufgabe des Wildhüters. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Kaninchen bei den Tieren sehr beliebt ist. Die einzige Person, die noch beliebt ist, ist wahrscheinlich die, die das Futter bringt. Was im Moment niemand ist. Da fehlen noch 4 Bauteile. Aber wenn wir das hier haben, können wir den Stall theoretisch erweitern, können das Silber abbauen, können hier Kalkstein abbauen, den ganzen Kram. Komprimierter Stahl lauert auch noch im Berg. Dann haben wir da auf jeden Fall das Potenzial, dass wir da noch ein bisschen erweitern können. Theoretisch könnten wir hier oben auch noch erweitern. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was wir da hinbauen sollen. Ich muss mal Experimente machen, wie wir den rauen Granit hier wegkriegen und dafür fruchtbare Erde hin. Konnte ein Funkgerät stehlen, ist 30 Jahre und Kurier. Muss auch Künstler sein. 4 Feinde bewachen das Ding. Leute sind ganz schön fleißig mit Gefangenen und so. Wundert mich fast ein bisschen. So, wie sieht es eigentlich aus mit Strom? Das ist alles voll. Wir haben 2500 Watt übrig, nachts. Nachts sind die Dinger aus, tagsüber haben wir noch diese Teile, die auch noch eine Menge Strom machen. Also eine Solarzelle sollte eine Sonne auf jeden Fall versorgen können. Ich glaube, die Dinger machen bis zu 3000 Watt, oder? Lass gucken. Gucken wir einfach. Wird ja hell. Wenn der Balken voll ist, sehen wir es. Fakt ist, ich will noch eine künstliche Sonne bauen. Ich versuche das nur gerade irgendwie zu argumentieren. Ja, wenn wir tagsüber die 2900 Watt schlagen, ist es auf jeden Fall gebongt. Könnte knapp werden. Das geht wohl eher so in die Richtung 2000 Watt. Also brauchen wir 1,5 Solarzellen pro Sonne. 1700 auch nur. 1, 2, 3, 4 und ein bisschen. Das ist das so unser Mörser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tagsüber haben wir 300 Watt Überschuss. Also wenn wir noch eine Sonne bauen, müssten wir vielleicht noch eine Solaranlage dazu basteln. Besser zwei. Bauen wir das Ding erstmal fertig. So eilig habe ich es nicht. Wobei wir die Solaranlagen vielleicht schon mal in Auftrag geben könnten.
Machen wir das mal so. Die Teile könnten wir abreißen, neu installieren. Wegen dem Kram. Dass wir da Ausfallsicherheit haben, können wir das Kabel runterlegen. Na gut, schauen wir mal. Unsere Gewächshäuser machen sich auf jeden Fall. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oh Junge, das mit dem Heugras könnte noch einigermaßen knifflig werden. Wir könnten mal gucken, dass wir vielleicht noch... Halt, das war hier am Metzgertisch. Produziere Trockenfutter. Bis du X hast. Okay, das heißt, theoretisch sollte jemand anfangen Trockenfutter, aber dafür brauchen wir auch Fleisch. Da haben wir nicht viel. Sack oder Graue waren hier. Das müssen radioaktive Würmer sein. Das glüht sogar im Dunkeln. Reichlich fies. Das dauert natürlich noch, bis sich das ausbreitet. Hier unten sind wir dran. Wird aber auch noch dauern. Haben wir das hier abgerissen inzwischen? Ja, das ist abgerissen. Okay. Dann könnten wir noch kurz eine Kleinigkeit planen. Ich hatte ja gesagt, wir bauen das hier mit einem zweiten Ring. Die Frage ist, wie soll dieser aussehen? Wie weit geht's hoch? Wir haben hier schon einen schönen Ausgang. Ich persönlich würde sagen, wir könnten die Basis insgesamt ein bisschen erweitern. Machen wir... Sagen wir einfach mal, das hier wird die Grenze, ja? Das war schlecht. So. Und einfach nur, damit mein OCD nicht total getriggert wird. Alles klar. Sagen wir mal, das hier wird... der innere Ring der Basis. Das heißt, nach oben haben wir noch ein bisschen Luft, können erweitern. Können gucken, wie wir mit dem Felsen hier klarkommen. Da haben wir noch Möglichkeiten. Wie weit bauen wir den zweiten Ring weg? Das ist schon eine höllengroße Basis. Wir bauen extrem großzügig. Nanofaser. Klingt gut. Ja, also wir bauen schon extrem großzügig. Das können wir auch gerne so weitermachen. Ich habe kein Problem damit, dass im Prinzip die ganze Karte unsere Basis ist. Eine riesige Stadt. Und sobald Feinde auf die Karte kommen, werden sie von Geschützen bombardiert. Damit hätte ich auch kein großes Problem. Sie sollen daheim bleiben. Nehmen wir das hier außen einfach mal als Maßstab. Oh, Zack ist nicht mehr als Chirurg inspiriert. Furchtbare Tragödie. Wenn wir 10 Felder Abstand halten zum inneren Wall, ist es vielleicht ein bisschen groß. Bietet aber die Möglichkeit, dass wir hier Geschütze hinbauen. Die ja relativ viel Reichweite haben. Die könnten wir dann hier in die Ecke stellen zum Beispiel. Und sobald jemand durch die äußere Wand bricht, und das gibt es später auch, dass Gegner aktiv durch Wände laufen. Die haben Sprengladungen dabei und die gehen aktiv durch Wände. Und ignorieren solche Killboxen. Und die suchen sich dann eine Route aus, die die wenigsten Verteidigungstürme hat. Das ist ziemlich clever programmiert. Auf die Art
hätten wir... Ich nehme einfach mal so einen Sandsack dazu. Nein, nehme ich nicht. Sonst rennt gleich jemand hierher und baut den Sandsack. So, nehmen wir mal das hier als Geschütz. Das ist halt wahnsinnig groß. Das ist extrem viel toter Raum nur für so eine Wand. Ich würde sagen, Hälfte tut's auch. Super, da schmeißt wieder jemand eine Party. Wenn wir es nur 5 machen, ist es immer noch ziemlich viel tote Fläche, in Anführungszeichen. Wobei ich glaube ich schon ein, zwei Ideen hätte, wie wir diesen Raum vielleicht doch nutzen könnten. Na, warten wir mal ab. Dazu müsste man dann vielleicht ein Experiment machen. Dimitri schmeißt eine Party. Ja, supi. Das würde bedeuten, wenn wir das hier als Hauptbasis nehmen. Halt, das hier. Und da geht es dann wieder um Zack und Graue. Da haben wir dann auf jeden Fall ziemlich was zu tun. Die äußere Ecke, da würde ich dann die neue Zaunmod benutzen, die ich installiert habe, um da einen Hochsicherheitsrahmen zu ziehen. Die Innenseite können wir, denke ich, dann ganz gut mit Geschütztürmen abdecken. Wäre enorm. Einige Geschütztürme aufgestellt an strategischen Punkten, dass sie sich auch ein bisschen überlappen. Dann können wir uns überlegen, wie wir so eine Art Torhaus hier vorne hinbauen. Das könnten wir als Killbox gestalten mit einem direkten Laufweg, dass man beides hat. Da kann man ein bisschen kreativ werden. Und das könnten wir in allen vier Ecken auf, an allen vier Seiten aufbauen, so ein Torhaus. Könnte schon lustig werden. Ich glaube, wir hatten das vermessen. Und das hier ist das Zentrum. Das heißt, eventuell müssten wir hier noch wieder ein bisschen was umbauen. Aber umbauen ist dann erstmal weniger wild, sage ich mal. Wenn es richtig geplant ist, kann man den Außenbereich vielleicht zuerst machen. Und dann verzichten wir auch auf wenig Ernten. Könnte man dann auch gleich machen, wenn wir hier im Moment noch nichts angebaut haben, sage ich mal. Könnte man sich überlegen. Eure Meinung dazu mal bitte in die Kommentare. Sagt ihr, das ist zu groß? Das ist zu viel? Oder sagt ihr, ja, es ist ein guter Schritt? Da könnte man dann später noch so Viertel quasi anbauen, bis man wirklich die ganze Karte zugebaut hat. Wir haben jetzt noch relativ wenig Kolonisten. Ich glaube, das Spiel erlaubt uns, dass wir 18 haben, bevor es fies wird und aktiv der Erzähler aktiv anfängt, Leute auszusortieren. Ich glaube, 24 ist das absolute Maximum für so eine Kolonie. Wir sind jetzt bei 9, also wir könnten dreimal so viele Leute haben. Und so großzügig, wie wir bauen, brauchen wir dann einfach mehr Platz. Und wenn der Gegner quasi hier am Kartenrand spawnt und dann direkt an unserer Hochsicherheitsmauer ist, hat er natürlich auch wenig Möglichkeiten. Freundliche Karawanen werden keine Probleme haben, die kommen durch die Torhäuser durch. Wie das unsere Kolonisten auch machen. Alles in allem wäre das auf jeden Fall ein Höllenprojekt. Und wir könnten ein Stadtviertel dann quasi, wenn wir es anbauen, als Hangar nutzen, sage ich mal. Da könnten wir dann auch später unser Raumschiff bauen. Da könnten wir diese Kapselstartrampen basteln. Hier. Für die Transportkapseln. Da könnten wir richtig kreativ werden. Also das wäre so mein Langzeitziel für die Kolonie, würde ich sagen. Im Moment läuft alles.
sobald die Tiere Nahrung haben, läuft sogar besser, als ich dachte. Und einfach mal als Denkanstoß gedacht, wo es mit der Kolonie hingehen könnte demnächst. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Kommentarsektion oder Discord, lasst uns drüber reden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hallo Jörn Steif. Ciao, Freunde.